Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier einen kleinen Cut gemacht und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Heiligtum rein. Bin gerade am gucken, aber da oben sind, glaube ich, jetzt keine Konzentrationssachen. Oh, ich muss hier mal eben das Kabel zur Seite machen, sonst laufe ich hier gleich gegen die Wand die ganze Zeit. So, hier haben wir nichts. Da können wir hoch, nehme ich an. Ja. Ich finde das immer noch ziemlich cool hier mit diesen Aufzügen. Ich will die nicht unbedingt hier in der Realität haben, weil unsere finde ich schon stellenweise schlimm genug. Die sind stellenweise so schnell, also das ist wirklich abartig. Je nachdem, wo man hingeht. Ich höre ja doch schon wieder was. Oh, das macht mich bekloppt. Okay. Ist hier irgendwas? Das hört sich nämlich so... Ach. Ist das da drunter? Nein, ernsthaft? Ihr wollt mich doch veräppeln. Nein, du sollst nach oben gehen. So. Look what we got here. So, wir müssen... Entferne das Welken. Ach, da unten ist... okay. Oh, da habe ich jetzt aber das Falsche, glaube ich, für, oder? Naja. Oh, welches war das nochmal? Das untere hält die Zeit an. Müsste das eigentlich das sein? Genau. Das war's. Ist hier noch eins? Ja. Uiuiui. Das war aber ein bisschen weit. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Dass ich mich jetzt so draufstellen muss, wechseln muss? Oh, Leute. Hä? Wieso nimmt ihr das jetzt nicht an? Hallo? Das ist jetzt noch weniger dein Ernst. Ich kann mich hier nicht woanders hinstellen, aber das Ding kann ich jetzt auch nicht mehr anvisieren, oder was? Hä? Alter. Das ist ja jetzt Verarsche pur, oder wie soll ich das jetzt nennen hier? Okay, dann müssen wir nach unten gehen. Hä? Hallo? Alter, ach komm, ich habe jetzt extra das Richtige ausgewählt. Wieso hat er das jetzt nicht gemacht? Hä? Was war denn das jetzt? Ich war so stolz, dass ich das innerhalb von der Zeit geschafft habe. So. Er nimmt es nicht an. Es ist doch das mit der Zeit. Hä? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Jetzt verstehe ich wirklich nichts mehr. Das mit der Zeit sorgt doch dafür, dass das Ding festhängt. Ach nein. Ich habe jetzt... Hä? Wieso, Moment, wieso ist das jetzt links drin? Also jetzt bin ich völlig verwirrt. Das ist jetzt drin? Okay. Jetzt bin ich wirklich völlig verwirrt. Jetzt sind das komplett andere Tasten. Hä? Ich sag da nichts mehr zu. Achso, ich sollte es aber dann wieder umstellen auf... Das ist, glaube ich, normal, ne? Wenn die Tiere kommen. Och, jetzt dachte ich gerade, das ist ein Tier da hinten. Alter, habe ich mich jetzt gerade schon. Das wär's noch. Okay, was bist du jetzt hier? Mit dir kann ich nach unten gehen. Das wollte ich eigentlich nicht.
Den hatte ich anscheinend schon. Ja, okay. Ich wollte aber eigentlich gar nicht nach unten. Aber gut, ich meine, hier ist auch noch etwas, was wir machen mussten. Ist das jetzt da? Hä? Hallo, ich war oben drin und ich will... Ach nein, komm. Tada! Das fantastische Dschungelheiligtum ist wieder eröffnet. Los, Nima, da gibt's bestimmt alte Ruinen, über die du mir einen Vortrag halten willst. Oh, also... Hä? Du willst, dass ich erst den Rest des Welkens beseitige, stimmt's? Ja, bitte. Du hast Angst vor den verwelkten Kreaturen. Die sind gefährlich. Lebensgefährlich sogar. Bösartig. Okay, okay. Sei doch nicht so melodramatisch. Ich rufe dich, wenn alles wieder gemütlich ist. Ja, aber ich muss das jetzt hier alles machen, oder was? Ich habe da auch keine Lust drauf. Verzeiht mir bitte, ich muss viel trinken im Moment. Kann ich jetzt da wieder hoch? Ich denke mal, ich muss hier rum wegen den verweckten Kreaturen, oder? Wo bin ich denn hier im Moment? Ach, wieso gehe ich immer da drauf? Gute Frage, wo bin ich denn? Hä? Ich werde gar nicht angezeigt. Hallo? Ich bin weg? Ach so, doch da. Moment, da bin ich. Da ist der Eingang. Und da müssen wir eigentlich hin. Das heißt, das hier ist eigentlich der Eingang, den wir nehmen wollen. Können wir hiermit aber trotzdem nochmal hochfahren? Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir jetzt oben alles gesehen und gemacht haben. Ich höre hier doch schon wieder was. Achso, das ist so ein Roboter, den ich höre, ne? Okay, also da ist nur Wasser. Von da hinten bin ich gekommen. Ach, ich habe hier anscheinend wirklich nichts mehr zu tun. Habe ich den Roboter jetzt unten gehört? Na gut. Okay, fahren wir halt wieder runter. Ich habe nur gedacht, dass wir hier oben jetzt vielleicht irgendwas übersehen haben. Das wäre natürlich jetzt schade. Aber gut, anscheinend nicht. Das ist immerhin positiv. Okay, warum ich jetzt aber oben den Roboter gehört habe, weiß ich noch nicht so ganz. Weil hier unten sehe ich jetzt gerade gar keinen. Was haben wir denn hier? Appetitbaumwolle. Ja, wer hat nicht Appetit auf Baumwolle, ne? Da hinten ist irgendwas. Moment, links diesen böse, oder? Ach, ich kann schon gar nicht mehr weiterlaufen hier. Ich bin schon nur noch am Gucken. Wir nehmen mal die appetitliche Baumwolle noch mit. Und dann schauen wir mal. Es sind zwei kleine dabei, wenn ich das richtig sehe. Nein. Alter. Jetzt habe ich den extra anvisiert. Sind der wieder den falschen? Bist du irgendwie die Mama oder so? Hä? Der hat ein Schutzschild? Alter, was ist das? Wieso hat der ein Schutzschild? Oder stehe ich auf dem Falschen? Irgendwie habe ich jetzt was verpasst? Nee, Moment. Ach, der macht immer dieses Eingefrorene. Das will ich doch gar nicht. Wieso macht er das Eingefrorene? Stand ich jetzt doch auf dem Falschen? Nee, Moment. Jetzt ist der wieder mit RT. Hä? Moment. So. So rum, ne? Das hat sich jetzt mittlerweile geändert mit der Steuerung, oder?
So. Ach nein, ich habe schon wieder vergessen, den zu fotografieren. Ach, äfft euch. Lass mich den da hinten mal eben fotografieren. Hallo. Euer Ernst jetzt? Ja, dich wollte ich nicht fotografieren. Geh doch mal weg da. Dich wollte ich fotografieren. Guck doch mal endlich in die Röhre. Okay, den habe ich zumindest schon mal. Don't worry, I'm gonna save you. Na, endlich. Ne? Hat er jetzt angenommen, oder? Habe ich jetzt richtig gesehen? Oh, okay, Moment. Dann werden wir den... Den werden wir jetzt erstmal machen. Du gehst mir mal aus dem Weg hier. Ich muss da hinten die beiden irgendwie hinkriegen. So, geht doch. Sehr schön. Hier nochmal eben. So, die Frage ist jetzt allerdings, ich habe doch da oben irgendwo diesen Roboter gehört. Aber da unten sehe ich den jetzt nirgendwo. Wo soll ich die denn dann überhaupt hinbringen? Und die nächste Frage ist, welches Tier brauche ich jetzt dafür? Moment. Ich glaube, du bist ganz gut, oder? Genau. Nee, nee, jetzt kommt... Och, Alter. Jetzt kommst du nicht auch noch. Hallo. Du sollst die Flöte nehmen. Hallo. Wieso nimmt sie jetzt die Flöte nicht mehr? Die macht gerade gar nichts mehr irgendwie. Na, du sollst dich nicht... Ey, ich drück die Taste nach links. Und die heilt sich. Geh weg, du Blödes. So, jetzt aber. Boah, ist der nervig. Er stellt sich hier immer direkt da rein. So, da brauchen wir den großen für. Da brauchen wir den kleinen für. Haben wir hier noch irgendwas, wo wir den kleinen für brauchen? Das macht, glaube ich, der andere hier, oder? Wer macht denn das nochmal? Das ist halt Krallenschlag, das ist das nicht. Ich habe keine Ahnung. War das der ganz Kleine? So, pass auf. Jetzt müssen wir dich trotzdem nehmen. Och ja, das war der Langsame. Ach du Schande. Oh, da hinten sind noch Infizierte. Oh oh. Oder wieder Infizierte oder keine Ahnung. Wo kommen die jetzt her? Eben waren da doch gar keine mehr. Mein Kabel kommt hier schon wieder ab an Sauerei. Kannst du dich vielleicht ein bisschen schneller bewegen? Das wäre wunderbar. Ich weiß auch noch nicht so genau, warum ich das eigentlich da durchhauen soll hier. Ach, damit das da unten... Ah, okay. Damit der dann hier rüberkommt, oder wie? Schauen wir mal eben, weil das müssen wir auf jeden Fall verschieben. Boah, das triggert mich so, wenn ich die ganze Zeit das Geräusch höre, ne? Hier ist aber auch noch irgendwas, wo wir mit dem anderen, glaube ich, rüberlaufen müssen. Aber wo sollen wir das jetzt... Sollen wir das da hinstellen, damit das hoch gemacht werden kann? Fast so aus, ne? Damit man da so in der Mitte quasi drüber laufen, also springen kann. Die sind da hinten, okay. Pass auf. Dich nehmen wir noch mal kurz. Eventuell auf der zweiten Seite noch was zu machen. Kommst aber so nicht hoch, oder? Ich glaube, das ist nur für mich... Ja, das ist nur für mich gedacht, da hochzuklettern, glaube ich. Na gut, dann... Schauen wir bei dir nochmal eben. Ich bin mir nicht sicher, ob der das mit den Blüten machen konnte.
Irgendeiner konnte das machen, das weiß ich noch. Aber mittlerweile kenne ich so viele Tiere. Und irgendwie alle können was anderes. Ah nee, der war das mit diesen Viechern kaputt machen, genau. Naja, komm, dann lassen wir das erstmal. Und dann gucken wir erstmal. Moment. Ah, da oben, genau. Aha, gotcha. Alter, lauf mich doch nicht um. Ich glaube, takt. Wo wollte der denn so schnell hin? Hat er vergessen, dass er noch Kuchen am Backen war, oder was? So, und wir haben wieder ein Tor zum Porten. Sehr schön. Vom Schreibtisch des Dr. Michael Dupont. Wow, ich bin zwar kein Botaniker, aber wow. Die Flora dieses Dschungels ist anders als alles in unserem eigenen Sonnensystem. Die Wurzeln bewegen sich in beängstigendem Tempo und dabei wachsen sie nicht nur. Sie scheinen auch zu schrumpfen. Durch eine Art Übertragung von kalorischer Energie, die wir noch nicht verstehen, könnten diese Bäume durchaus als eigenständige Kreaturen gelten. Kann sein, dass der Große das jetzt vielleicht konnte, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt gerade auch egal. Ich will jetzt erstmal kurz gucken. Ich habe nämlich hier einige von diesen Blüten gesehen. Okay. Soll das irgendwas bewirken? Ich bin mir nicht sicher. Wo habe ich denn die anderen gesehen? Da oben? Gehen wir erstmal hier hoch. Oder wir gehen erstmal runter. Hallöchen. How important it is sometimes to stop and look around you. Ja, ne? Bin ich auch für. Kriege ich die von hier oben? Wahrscheinlich nicht, oder? Na, kommt ihr nochmal in meine Richtung? Ja, ist ein bisschen zu weit weg. Muss, glaube ich, gleich von unten machen. Das sind aber auf jeden Fall nur diese zwei, wenn ich das richtig sehe. Irgendwie komme ich jetzt da wieder hoch. Moment, hier einmal. So. Kann man da auch noch irgendwas machen? Nee, ne? Ist da irgendwas? Das ist irgendwie so, als ob man da hoch soll. Ne, ist doch ein bisschen zu hoch dafür. Na gut. Habe ich das jetzt noch richtig eingestellt? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ne? Das andere. Ja, ja, ja. Moment, Moment, Moment. Ich muss erstmal wieder gucken hier. Was war denn das jetzt? Nee, das war doch das Richtige, oder? So. Das war's. Also mit den Symbolen komme ich irgendwie immer noch nicht so ganz klar. Ich weiß auch nicht, aber da weiß ich irgendwie nie, was was ist. Okay, da kann ich durchgehen. Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Ich muss mal eben wieder, Moment, das einstellen, für wenn ich kämpfen muss. Das sieht aber schön aus hier. Neymar! This is your human cleaning lady speaking. Come to the ruins out in the water. It's all very tidy. Very safe. I promise. Also, du großer Historiker, was schreiben die Antares auf ihrem Steinblock? Irgendwelche magischen Geheimnisse, wie wir das Welken besiegen? Nicht ganz. Wäre ja auch zu schön gewesen.
seltsam. Diese Gravuren handeln nicht nur von den Antaris, sondern auch von einem anderen. Einem anderen was? Wahrscheinlich ein Fehler. Einem anderen was, Nima? Einem anderen Volk. Jener, die vor uns gegangen sind. Eine andere Zivilisation? Noch älter als die Antaris? Es ist nicht unmöglich, aber dieses Volk wurde noch nie zuvor erwähnt. Und selbst hier ist die Bedeutung nicht klar. Die Gravuren sind unvollständig. Wie auch immer. Hier steht etwas viel Nützlicheres für uns. Ich liebe nützliche Sachen. Erinnerst du dich noch an den Radstein? Deine magische, türöffnende Gürtelschnalle? Na klar, die ist wirklich sehr schick. Danke. Sie war mit dem Geist der Antaris aufgeladen. So wurde das Dschungeltor geöffnet. Aber als wir hier ankamen, hat sich der Geist aufgelöst. Puff! Tschüss, Schlüsselgeist. Und? Naja, wir müssen eine andere Geistquelle finden, wenn wir mit dem Radstein noch andere Toren öffnen wollen. Zum Beispiel das Tor, das in die Dünen führt. Oder zum Maruba-Sumpf. Du sagst Maruba-Sumpf, wie ein Mensch Tal des Todes sagt. Oh, nein, so schlimm ist es nicht. Es ist nur... Ich erzähl's dir später. Das Wichtigste sind jetzt mal diese Gravuren. Sie sagen uns, wo wir das Podest finden, das den Radstein mit dem Geist der Antaris erfüllt. Also quasi eine Steckdose, um den Akku unseres schicken Schlüssels aufzuladen. Das ist sehr menschlich ausgedrückt, aber ja. Hier im Dschungel gibt es einen Aussichtspunkt. Ich markiere ihn auf deiner Karte. Wir treffen uns dort. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Wenn ich fertig bin, komme ich dorthin. Wieder deine Kreaturen-Kleptomanie. Hey, nicht unbedingt. Okay, dann lasse ich dich mal machen. Komm zum Aussichtspunkt, wenn du fertig bist. Kreaturen-Kleptomanie. schließe die Rettungsquest ab, um in der Geschichte voranzukommen. Also das muss man doch noch machen. Okay, aber... Ah, ich habe den Roboter gefunden. Ja, wo ist der denn jetzt eigentlich hier? Der steht jetzt auf einmal hier drin. Hä? Vorher war der doch nicht hier drin. Wo war der denn dann die ganze Zeit? Der verwirrt mich jetzt auch. Irgendwie verwirrt mich heute alles. Ich weiß auch nicht. Wo sind denn hier die ganzen Kreaturen? Moment. Wir brauchen eigentlich gar nichts von denen, aber die holen wir uns trotzdem. Hallöchen. Oh, jetzt habe ich nicht zugehört. Kommt alle mit, ich bin die Ratten, die Kreaturenfängerin von Hameln. Kommt ihr auch hier hoch? Du bist ja eben so ganz schnell wieder rausgestürmt. Schaffst du das auch hier durchzulaufen? Ja? Das ist der Große. So, haben wir das auch schon mal. Wo sind denn die anderen hier? Ihr Lieben, kommt alle mit. Umso schneller kann ich meine Aufgabe erfüllen. Ja, der da hinten auch. Kommt der mit? Meistens bleibt irgendwie einer hängen oder so. Dann muss ich da nochmal einzeln nehmen. Kreatürchen, komm mit. Komm mit doch rein. Das heißt, naja, gut, heim, ne? Heim ist es ja nicht.
So, eins von dem großen brauchen wir jetzt noch. Und irgendwo hier... Ach, da hinten sind auch noch welche. Ich würde sagen, irgendwo hier waren auch noch die zwei Bösen. Ich glaube, ich nehme die erstmal. Ja, so nicht. Alter. Hey, I'm doing this for you. Ja, jetzt kannst du hüpfen, oder was? Kommt alle mit, du auch. Komm her, Dickbauch, komm schon mit. Das wäre der Hit. Achso, hier ist es jetzt auch auf, oder? Moment, dann könnt ihr auch hier durchgehen. Ach, das war... Hier ist es nicht auf. Okay, kann ich mit dir das Ding aufmachen? Kann rissige Steine oder Wände durchbrechen. Das hört sich doch gut an. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ist der andere jetzt auch noch gekommen? Hier, komm her. Hallo. Komm her. Nee, der hat ein Ausrufezeichen. Ich glaube, den muss ich gleich nochmal extra holen. Tschüss, gute Reise. So. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nee, das war das andere rechts. Fing das an, glaube ich. Alter. Womit hast du angefangen? Ja, es war genau andersrum. Ich muss aber auch zugeben, Flötenunterricht war damals wesentlich einfacher als das hier. Weil da musste man nur den Finger drauflegen. Und hier ist das irgendwie mit dem Controller ein bisschen umständlich, finde ich. So, wir haben noch zwei von denen, zwei und einen großen. Wo ist denn der große? Auf der anderen Seite, oder? Also da hinten, genau, da hinten haben wir die anderen. Hallo, ich wollte nicht ducken, ich wollte eigentlich rennen, aber ist in Ordnung. Mit dir kann man irgendwie nicht vernünftig rennen, ich weiß auch nicht. Hallo? Hab ich doch gerade. Alter! Das meine ich! Kann man mir das mal zeigen? Hallo? Das ist das, was ich meine. Man visiert dieses A an und man hat es auch wirklich gut im Visier. Und trotzdem macht der die Note daneben dann noch. Also das finde ich ein bisschen, ja, doof halt, ne? Manchmal ist es wunderbar, manchmal nimmt er das alles hundertprozentig an und manchmal ist es irgendwie für einen Eimer. You're safe. So, wir haben jetzt noch einen großen und einen so ein Pferde. Naja, Pferd ist es nicht. Pferd sind die anderen. Hier ist keiner. Ich meine auch, der wäre hier irgendwo um die Ecke. Dass der irgendwo da wäre. Ja, da ist er doch. Oh, jetzt will ich nicht nochmal spielen. Okay, meine Süßen, hört mir zu. Okay, sehr schön. Ich meine, ich finde das schön. Das ist auch ein tolles System und so. Aber es ist halt, wie gesagt, mit dem Controller... Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das jetzt mit Maus und Tastatur gespielt wird. Aber ich denke, dass das wesentlich einfacher ist, weil man wahrscheinlich dann einfach nur die Tasten, also den Ton quasi spielen muss. Ne? C, D, E oder sowas in der Art. Let's go, come on. Vermute ich mal, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe es noch nie mit Maus und Tastatur gemacht. So, schließe die Rettungsquest ab. Aber der ist doch jetzt weg. Will der mich jetzt veräppeln?
im Schimmermoor. Wie konnte ich nochmal anzeigen? Ach nee, das zeigt er im Dschungel. Das zeigt er aber nicht direkt an. Hä, der hat das doch irgendwo mal angezeigt, wenn man so da drauf gegangen ist. Ach so, hierbei war das bei denen. Okay, das heißt, hier unten ist noch einer in der Nähe. Das heißt, den könnten wir noch wegmachen. Wegmachen, es hört sich so. Den killen wir jetzt an. Moment, das ist direkt in der Nähe der Basis. Gehen wir mal dahin. Was ist mit dir? Kann ich? Ich kann immer noch nichts untersuchen, ne? Weil ich keinen Platz habe. Oh, das ist so ätzend. Was habe ich denn da unten? Herstellen. Das war die Taste. So, jetzt habe ich wieder 10. Der, den ich suche, der ist quasi etwas oberhalb. Was machst du denn jetzt hier? Wieso? Hat hier jetzt gerade das Ding rausgeholt? War das da in der Richtung? Problem ist, ich weiß gerade gar nicht. Ach, da bin ich. Da müsste ich quasi auf der Seite hinten runter, oder nicht? Wenn ich das hier richtig verstehe. Ah ja, da hinten ist noch einer. Die Frage ist nur, wo können wir den jetzt hin? Ah, doch, hier oben ist schon direkt was. Okay, perfekt, perfekt. Ich hab's ja versucht. Da hinten sind auch noch welche. Können wir die direkt mitnehmen hier? Ihr Lieben, können wir euch direkt mitnehmen? Ich bin mir jetzt nur gerade nicht sicher, weil eigentlich komme ich noch dahinter, oder? Wer von euch kann da durch? Ich glaube du, oder? Wie war das jetzt nochmal? Das war nicht mit... Mit Y, genau. Da muss ich auf jeden Fall rum. Oh, ich habe gerade was gesehen. Ich habe gerade was gesehen. Oh. Und zwar hier nichts mehr, was ich machen konnte, ne? Welche Richtung war das jetzt? Ah, ich muss da rein. Ich muss da rein. Ein Gesundheitspaket! Yay! Kommt mit, hier wollen wir nicht rum. So, da hinten bin ich auch schon rumgelaufen. Okay. Ja, wunderbar, wunderbar. Warum habe ich das beim ersten Mal eigentlich übersehen? Ich weiß es nicht. Wieso ist das jetzt eigentlich gelb? Wieso konntest du mir nicht vorher sagen, dass ich hier rum muss? So, perfekt. Wobei die Kröten... Hier soll noch eine Kröte in der Nähe sein. The Biowark is reporting we have all the jungle species we need. Were you a little slower this time? What? No. Maybe? I'm in a rainforest. Lots of weeds. Lots of, bugs. It's tough going. Right. Of course. Sorry. The swamp critters are next on the agenda. You'll have to find some way to get there. Take your time. Was mache ich jetzt mit dir? Wie komme ich denn da dran? Alter, es hat sich angehört, als ob der jetzt hinter mir hochgesprungen ist.
hört der sich eklig an. Du jetzt hin? Du bist jetzt wieder dahin. Ach, du stehst schon wieder unter mir, oder was? Wäre ganz gut, wenn ich den mal treffen könnte hier. Ja? Dein Ernst? So, dann komme ich auch zu dir. Achso, muss ich länger gedrückt halten. Seilbahn ist aktiviert. Da müssen wir mal eben schauen. Da ist anscheinend auch irgendwas. Oh. Die Frage ist, konnten die Kröten da durch? Nee, oder? Ich meine, die konnten da nicht durch, oder? Konnten doch dadurch. Na gut. Dann machen wir es halt so. Kein Thema. Ja, bleib mal kurz da. Ich muss mal eben... Oh, ein Ausdauerpaket. Ja, heute ist doch echt mein Glückstag hier. Ja, komm, die streicheln wir mal eben. Dafür, dass du mir das Ausdauerpaket gebracht hast. Dankeschön. Wir überziehen hier gerade so gnadenlos die Zeit. Aber es ist mir jetzt ehrlich gesagt auch gerade egal. Moment mal, eben verbinden und springen ist so. Dann muss der hier einen Schlag machen. Obwohl dann, ja so, das ist da hinten. Okay, verstehe. Moment, da muss ich jetzt aber irgendwie auch noch mitkommen. Wo ist das Seil? Da. So, mein Süßer. Es geht weiter. Naja, Süßer. Aber es geht trotzdem weiter. Sieht eher aus wie so eine Pestbeule, aber wo ist denn der... Ah, da oben war der, genau. Null Orientierung gerade, ehrlich. So, kommst du mit? Du kommst mit, sehr schön. Du müsstest theoretisch das letzte Tier in der Gegend sein. Hallo? More lovely creatures rescued? Yes! Ich muss immer noch zwei retten. Das ist doch doof. Ach, wieso drücke ich immer da drauf? Wie neue Quest verfügbar. Och, Leute. Pferd und die. Das und das. Hier ist noch eine Kröte. Da sind noch drei Kröten sogar. Die Frage ist, komme ich da hin? Also, komme ich da hin im Sinne von... War da irgendwie der Weg versperrt oder so? Das war hier, wo wir hier dieses Große gefunden hatten, ne? Diese Freundin hier von dem einen. Oh, die habe ich alle noch nicht gemacht. Ist das euer Ernst? Oh, Leute. Okay. Also heute wird leider die Folge etwas länger. Es tut mir leid, aber ich will das heute noch abschließen, ehrlich gesagt, damit wir dann beim nächsten Mal
mit Nimar sprechen können und der uns dann hoffentlich sagen kann, wie wir da weiterkommen. Was ist das denn hier? Können wir das einsammeln? Habe ich das schon eingesammelt? Ich weiß nicht, ob man es einsammeln kann, aber wenn ja, habe ich schon eingesammelt, so wie es aussieht. Alter! Machst du das mal? Oh, come on! Die weicht so geil aus, ehrlich. Haben wir alle? Wir haben alle, oder? Okay, jetzt ist die große Frage, können wir mit den Tieren hier in der Mitte irgendwie noch rein? Das ist voll. Kann man hier durch, ja. Ist nicht irgendwie blockiert oder so, das ist gut. Können wir hier irgendwie mit den Tieren rein? Also wir haben das Ding, um das zu ver... Ah, hier, guck mal hier. Dauert nur mal so lange, bis der sich mal bewegt hat. Na gut. Nee, ich will das halt, wie gesagt, also es tut mir leid, wenn es jetzt wirklich so lange dauert, beziehungsweise es wird jetzt so lange dauern. Aber, ja, was soll ich sagen? Ich möchte das hier abschließen einmal. Ich möchte... Hallo? Hallo? Du sollst stehen bleiben. Alter. die Frage ist, wie komme ich... Achso, da ist eine Dings. Ich möchte das jetzt einmal hier abgeschlossen haben, damit wir dann entsprechend, wie gesagt, zu Nimar dann gehen können. Da hinten sind doch noch welche. Ach nein! Oh. Moment. Moment, wen kann ich denn da nehmen? Dich kann ich nicht... Ja, dich würde ich auch dafür nehmen, aber das geht nicht. Ich brauche, glaube ich, hier so ein... Bleib doch mal stehen. Ich glaube, ich brauche hier so ein Pferd. Das eine Pferd ist irgendwie abgehauen. Ich weiß auch nicht. Das Ding muss irgendwie da drin sein, was ich höre. Aber hier ist auch kein Pferd. Ah doch, da hinten ist ein Pferd. Alter! Unterbricht der mich ja einfach bei der Umwandlung. So, geht's noch? Komm her. Ich glaube, dich brauche ich. Ich bin mir nicht sicher. Oh, okay. Ach so, Moment, da ist was für eine Kröte zum Hochspringen. Ich glaube, ich brauche doch eine Kröte. Moment. Nein, nicht du. Du bist keine Kröte. Geh weg. Hallo, Kröte. Komm her, Kröte. Ich werde hier von wahnsinnigen Irren verfolgt. Komm wenigstens du zu mir. Oh Gott. Stehen die alle vor mir, als wollen sie mich fressen. Hilfe. Wo kann der nicht schneller laufen? Ich hoffe, der hat jetzt nicht nur einen gewissen Radius. Ne? Ich hoffe, der kann ein bisschen weiterlaufen. Ja? Aber bisher hat man damit eigentlich noch keine Probleme. Ui, guckst zwar in die völlig falsche Richtung, aber egal. Bam. Zack. So, guck mich jetzt nicht alle so erwartungsvoll an. Kommt mit. So. Den, der am nächsten ist, den nehme ich jetzt. Geht weg da. Oh, macht mir doch mal den Weg frei. Du sollst mich hier nicht wegboxen. Alter, die verhalten sich hier aber auch. Hätten sie ja irgendwie Futterneid oder so. Und ich bin das Futter. Schlimm. So. Du musst auf die andere Seite. Und da ist jetzt hoffentlich irgendwas ganz Cooles. So ein Ausdauerpack oder ein Lebenspack. Ein größerer Rucksack wäre mir am liebsten. Das wäre noch irgendwas.
was machen? Da ist wirklich was. Alter, das ist cool. Euch sammle ich gleich ein. Es tut mir leid. Einmal da. Look what we got here. So, du bleib mal schön da stehen. Nicht, dass du mich hier wieder umrennst oder so, ja? Geh mal aus dem Weg. Ah, ja, dann komm doch direkt mal mit. We're doing a good job. Tschüss. Eine Rucksacktasche. Ich hab's noch gesagt. Es war ein halber Scherz, sagen wir es mal so. Es war natürlich immer noch in der Hoffnung, dass ich eine kriege. Aber es war natürlich ein Scherz, dass da eine drin ist. Ich dachte ehrlich gesagt, es wäre ein Gesundheitspaket. Aber cool. Ja, genau. Ihr kommt schon mal. Quetscht euch nicht. Jeder kann einen Teil von mir lieb haben. Komm. So. Zwei sind weg. Wo sind die anderen? Ich habe ja doch gerade noch was gehört. Komm her. Ihr auch. Folgt mir, meine Sklaven. Der war aber irgendwo. Oder habe ich jetzt beide große? Nee, ich habe, glaube ich, beide große schon weggeschickt, oder? Jetzt haut der einfach ab. Geht's noch? Haben wir jetzt hier wirklich alle? Sind die alle mitgekommen? Da ist keiner mehr, der hier irgendwie... Oh. Na gut. Dann würde ich sagen, wir porten uns mal eben zur Basis zurück. Damit wir dann dementsprechend später auch noch wissen, was wir eigentlich machen wollten. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Dann können wir nämlich, dank der extrem langen Überziehung diesmal, können wir dann nämlich in der nächsten Folge direkt mit der Hauptquest weitermachen. Und ja, so wie ich das hier verstanden habe, werden wir dann wohl in den nächsten Teil reinkommen. Ich freue mich echt schon drauf. Ich bin auch sehr gespannt und bin auch ein bisschen verängstigt. Weil ich habe ein Bild gesehen über Twitter, oder ein GIF war es, glaube ich. Das war so eine Art Drache, der irgendwie mit Feuer gespuckt hat. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass der jetzt im nächsten Teil kommen könnte. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!